Hallo meine Lieben, wir sind wieder an meinem Fenster. Es ist wieder am Regnen. Ich hoffe, die Tropfen hört man nicht so laut am Fenster. Ich wollte einen kurzen Haul drehen. Ich glaube, ich fange einfach mal bei DM an. Und zwar habe ich da ja die Winter Who Cares LE entdeckt und da habe ich vier Nagellacke mitgenommen, die ich euch natürlich jetzt auch noch etwas genauer zeige. Da habe ich einmal diesen grauen mitgenommen. Das ist die Farbe For That Reason. Ja, For That Reason. Gehen wir gleich weiter zu diesem hier, den ich auch heute trage. Der ist so unglaublich toll. Das ist No Matter. Und ja, ich finde sie einfach Wahnsinn. Ich habe eine Schicht Blau darunter, weil sie sonst eher so Jelly-mäßig sind, also so ein bisschen schierer. Aber ja, das ist der Nagellack und yay! Sie sind einfach toll. Also wirklich, hat P2 alles richtig gemacht. Dann habe ich noch den weißen mitgenommen. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, aber der hat auch diese weißen Flakes drin. Und der heißt Even Now. Und dann habe ich noch den pinken mitgenommen. Und der heißt Play Up. Ich muss euch nochmal die Nägel zeigen, weil ich ihn so toll finde. Das sind die Nagellacke. Es gab noch einen roten und einen lilanen, die fand ich aber irgendwie nicht so schön. Und dann gab es noch in der LE weitere Nagelpflegeprodukte. Ich glaube, dass es dieses Cuticle-Pflegezeugs auch im Standardsortiment gibt, aber ich habe es mir eben jetzt aus der LE mitgenommen. Einfach, weil ich eben was für meine Nagelhaut gebraucht habe. Ja, und es riecht sehr gut. Mehr kann ich dazu aber nur nicht sagen. So, das sind die Sachen von DM. Dann war ich bei TK Maxx. Da habe ich euch gestern auch schon bei Instagram gezeigt, dass ich mir dieses Candy Cane House von CRT gekauft habe. Also es sieht halt total süß aus. Und ja, genau. Ach ja, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Die duften anscheinend auch. Ich finde jetzt nicht, dass sie sonderlich duften. Man kann hier dran eben reiben und dann riechen die. Man kann das natürlich hier so auch aufmachen. Mit einer Hand ist das alles etwas beschwerlich. Und dann hat man hier die Nagellacke. Die zeige ich euch auch noch gleich. Und das hat eben 9,95 € gekostet. Ne, 99. So, zu den einzelnen Nagellacken. Ich habe diesen zum Beispiel schon getragen. Den habe ich auch schon getragen. Also wer da an Bildern interessiert ist, kann das bei Instagram nachgucken. Jo. Das sind so die Nagellacke. Sind sehr schön, finde ich. Also ich bin sehr glücklich, dass ich es mitgenommen habe und die Verpackung ist halt auch Zucker, ne? Ja, total goldig. Und dann bin ich noch durch die Reihen gegangen und bin noch auf einen Orly-Nagellack gestoßen. Und zwar ist das diese Farbe. Die Farbe nennt sich Buried Treasure. Und ich habe zuerst gedacht, das wäre vielleicht ein Dupe zu Penny Talk. Der hier ist aber eindeutig goldener, nicht so dieses Bronze-Penny Talk goldene, sondern eher, ja, anders Gold. Tolle Beschreibung. Aber den habe ich noch nicht lackiert bis jetzt, wird aber auch bald kommen. So, und dann war ich bei HEMA. Bei HEMA habe ich mir erstmal ein Stationery-Kit mitgenommen. Ich zeige es euch jetzt mal hier so in der Übersicht. Ich packe es jetzt aber aus und zeige euch die einzelnen Teile noch genauer. So, als allererstes haben wir hier in Mintfarben einfach so ein liniertes Heft. Recht unspektakulär, aber ich glaube, sowas kann man einfach immer gebrauchen. Und das gleiche haben wir eben dann hier noch in Gelb. Das ist das Farbschema. Es gab noch zwei verschiedene andere. Ich glaube, was mit Pinke und Weiß und Schwarz und das zweite weiß ich nicht mehr. Aber irgendwie hat mir das am besten gefallen. So, dann gibt es hier Sticker dazu. Auch natürlich in der gleichen Farbfamilie. Dann gibt es zwei Stanzer. Da haben wir zum einen eine Feder und zum anderen eine Note. Und die Note. Also zwei Stanzer. Eben auch in diesem Gelb. Dann haben wir zwei Stempel. Einmal auch wieder Noten und so eine Weltkugel. Wir haben drei Rollen Washi-Tape. Und wir haben noch diese drei Bookmarks, die ich auch total süß finde. Also das ist eben das Set und ich weiß gerade nicht, wie viel es gekostet hat. Ich schreibe euch das natürlich wie immer alles in die Infobox. Aber es war nicht so teuer. Darum habe ich es mitgenommen. Und ich weiß nicht, ob ich alle Sachen für mich behalten werde. Vielleicht werde ich auch einfach ein paar Sachen noch verschenken. Gucken wir einfach mal.
Nummer 1. Dann recht unspektakulär habe ich mir solche Pappbecher, Becher, Pappteller gekauft in so Silber für Plätzchen, für die Arbeit, für die Weihnachtsfeier. Fand ich ganz süß. Ich glaube, die haben auch nur 1,50 oder so gekostet. Dann habe ich diese wunderschöne Box gekauft. Das ist eigentlich eine Schmuckbox, aber ich habe noch etwas damit vor. Also wenn man die eben aufmacht, hat die hier oben auch noch einen Spiegel. Hier eben diese drei Fächer und man kann die rausnehmen und hat unten dann nochmal Platz. Und daraus werde ich ein Geschenk für meine Schwester basteln. Was heißt basteln? Ich werde es zusammenstellen. Ich brauche etwas mehr Platz. Dann habe ich mir diese beiden Tapes gekauft. Das hier habe ich mir ehrlich gesagt nur gekauft, weil die liebe Lucky Love bei Instagram damit ein Nail Design gemacht hatte. Also sie hatte das auf den Nagel geklebt und dann habt ihr natürlich hier diese Zacken, wenn ihr da drüber lackiert. Darum habe ich mir das gekauft und das weiß ich noch nicht. Vielleicht verwende ich das ja auch mal für was anderes. Habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Dann habe ich mir diese Ohrringe gekauft. Die habe ich mir für Weihnachten gekauft. Ich habe nämlich so ein dunkelblaues Kleid, was ich gerne anziehen würde. Und ich glaube, dass diese Ohrringe super dazu passen. Und ja, darum habe ich sie mir gekauft. Die sind eben ein bisschen schicker. Ich würde die jetzt irgendwie nicht auf die Arbeit wahrscheinlich anziehen. Aber ja, die fand ich doch sehr schön. Dann eine Schokoladenmaske. Und dieses Blush in der Nummer 07. Das kann ich euch aber nicht swatchen, weil es nicht für mich ist. Aber die HEMA Blushes sind eine absolute Empfehlung. Ja, von HEMA war es das schon. Ich war gestern noch im Kreativ-Discount, weil ich für die Arbeit noch ein paar Sachen gekauft habe. Und da habe ich Washi-Tapes gefunden. Die sind sehr teuer da. Ich glaube, ich habe 6 Euro noch was dafür gezahlt. Aber ich fand die total süß. Ich habe eben oben dieses Regenbogen-Tape, dann die Eulen, diese Punkte und das untere, das ist so Mint mit Kreuzen. Ich weiß nicht, ob man das gerade so gut sieht. Aber die fand ich irgendwie toll und musste ich haben. Wie viel sind das denn? 4 Stück durch 6? Ja, es geht, ne? Es geht. Ja, die habe ich mir noch mitgenommen. Ja, ich filme jetzt gegen das Fenster, ist nicht so eine tolle Idee, aber das ist nochmal so die Übersicht über die Sachen, die ich gekauft habe. Ich hoffe, das kleine kurze Video hat euch gefallen und ich werde das schnellstmöglich jetzt bearbeiten und hochladen. Und wir sehen uns ganz bald wieder und bis bald. Tschüss!